Lufthansa hat ihren letzten klassischen Airbus A320 übernommen. Das ist ein Satz, der von sich aus schon mal eine ganze Menge Erklärungsbedarf mit sich bringt. Und die Erklärung werde ich euch jetzt in den nächsten 10 Minuten liefern. Und dann unterhalten wir uns noch ein bisschen über die Unterschiede zwischen A320ceo und A320neo, was das überhaupt da für Differenzen gibt. Und wir gucken uns noch so ein kleines bisschen die A320-Historie bei Lufthansa an. Und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen endlich zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr müsst mich bitte entschuldigen für die letzten 2, 3 Tage. Da habe ich ja gar nichts von mir hören lassen. Liegt daran, dass ich doch etwas mehr erkältet war, als ich das eigentlich erwartet oder gedacht hatte. Aber ich habe leider keinen geraden Satz mehr rausbekommen, ohne zu husten. Deswegen musste ich mich aus der ganzen Nummer jetzt mal 2, 3 Tage rausnehmen. Sorry dafür, aber jetzt geht es auf jeden Fall ganz normal weiter. Mit der Bezeichnung klassischer Airbus A320, so wie ich das eben im Intro gesagt habe, muss man natürlich so ein bisschen vorsichtig sein. Denn das ist ja nicht ganz richtig. Einen klassischen A320 in dem Sinne gibt es ja gar nicht. Aber es wird eben unterschieden zwischen einem A320neo, einem A320 mit den New Engine Options und einem A320ceo, einem A320 mit den Current Engine Options. Das ist wahrscheinlich allen von euch ein Begriff. Mit dem A320neo hat sich Lufthansa im Januar 2016 als Erstbetreiber für das neue Airbus-Modell natürlich ein hochmodernes Flugzeug in die Flotte geholt. War aber natürlich damit auch Ansprechpartner Nummer 1 für alle möglichen Kinderkrankheiten, die das Flugzeug bzw. die verwendeten Triebwerke von Pratt & Whitney noch hatten bzw. vielleicht ja auch immer noch haben. In den ersten Versionen des neuen Flugzeuges bzw. in den ersten Versionen des dort unter dem A320neo verwendeten Triebwerkes galten vor allem die Teile des Untersetzungsgetriebes und damit schon irgendwo die Teile des Herzstückes des neuen PW1100G Triebwerkes von Pratt & Whitney als noch nicht ausgereift, noch nicht annähernd so belastbar, wie das eigentlich gedacht war und ganz einfach als sehr störanfällig. Der große Unterschied zwischen einem am A320neo verwendeten Pratt & Whitney Triebwerk zu dem Triebwerk des Vorgängers, beispielsweise zum CFM56 Triebwerk, ist aber genau dieses Untersetzungsgetriebe. Zwei Komponenten, die bei einem solchen Flugzeugtriebwerk normalerweise im Inneren über eine Welle miteinander verbunden sind und sich dementsprechend bei eingeschaltetem Triebwerk auch gleich schnell drehen müssen, diese beiden Komponenten sind jetzt hier beim neuen Pratt & Whitney Motor prinzipiell erst einmal voneinander entkoppelt. Es handelt sich dabei um den vorne am Triebwerk gut sichtbaren großen Fan, also um die einzelnen Triebwerkschaufeln, um das Teil, was man da vorne drehen sehen kann, wenn man von vorne auf das Triebwerk guckt, und den dahinterliegenden Niederdruckkompressor. Zwischen den beiden Bauteilen bzw. zwischen diesen beiden Triebwerkskomponenten, die wie gesagt üblicherweise mehr oder weniger direkt miteinander verbunden sind, liegt jetzt also dieses Untersetzungsgetriebe. Dadurch kann der vergleichsweise große Fan des neuen A320neo-Triebwerkes, der mit 20 Triebwerkschaufeln nicht nur deutlich weniger Triebwerkschaufeln hat als der Fan des Vorgängertriebwerkes CFM56 mit 36 Triebwerkschaufeln, sondern der tatsächlich mit 2 Metern und 6 Zentimetern Durchmesser echt ein gutes Stück größer ist als der Fan des CFM56-Triebwerkes mit 1 Meter und 74 Zentimetern. Der kann dadurch deutlich langsamer drehen als die direkt dahinterliegenden Kompressorstufen. Genauer gesagt dreht dadurch der Fan des A320neo-Triebwerkes nur noch gut ein Drittel so schnell wie die dahinterliegenden Kompressorstufen. Das bedeutet, während der Fan, das vorne gut sichtbare Teil des A320neo-Triebwerkes unter Last, so 4000 bis 5000 Umdrehungen macht, läuft der dahinterliegende Kompressor schon mit 12.000 bis 15.000 Umdrehungen. Durch diese Entkopplung in Anführungszeichen voneinander können die beiden Bauteile, die beiden Komponenten deutlich näher an ihrem, vor allem durch die Größendifferenz entstehenden Optimum arbeiten. Und dass das nicht nur verdammt clever ist, sondern auch ordentlich Sprit spart, das leuchtet wahrscheinlich ein. Dieses fast 120 Kilogramm schwere Untersetzungsgetriebe, das man da jetzt zwischen Fan und Niederdruckkompressor gesetzt hat, wurde von Pratt & Whitney so designt, dass es eigentlich ein ganzes Flugzeugleben bzw. ein ganzes Triebwerksleben ohne Probleme mitmachen sollte. Es benötigt lediglich einen regelmäßigen Ölservice. Verschiedene Komponenten am Getriebe oder auch am Triebwerk selbst zeigten dann in der Praxis aber recht zügig, dass man noch lange nicht an diesem hochattraktiv klingenden Punkt angekommen war. Lufthansa als Erstbetreiber des A320neo konnte dennoch recht zügig die von Airbus versprochenen Werte zum Einsparpotenzial des A320neo bestätigen.
Ganze 16% weniger Kerosin benötigen die neuen Pratt & Whitney Motoren des A320neo bei Lufthansa im Vergleich zu den CFM56 Triebwerken der vorherigen Baureihe und in Kombination mit einer bei Lufthansa im 320neo auf 180 Sitzplätze erhöhten Konfiguration lassen sich einzelne Passagiere dadurch etwa 21% kostengünstiger von A nach B bringen als noch mit dem Vorgänger. Und das sind ja absolut fantastische Werte für eine Fluggesellschaft, welche die Milliardeninvestitionen, die man da getätigt hat, auch wieder schnell rechtfertigen dürfte. Dabei ist der neue Airbus auch nur noch gut halb so laut wie sein Vorgänger. Ja, aber so toll das auch alles klingen mag, was hilft es denn, wenn die Flieger dann aufgrund von Kleinigkeiten am Boden stehen müssen? Oder dann gibt es so Dinge wie zum Beispiel die fast fünffach längere Startzeit der neuen Triebwerke im Vergleich zu denen des Vorgängers, was in den Medien gerne mal als Warmlaufen bezeichnet wurde, was dann jegliche Effizienz wieder auffrisst. Das Problem mit den langen Startzeiten, das hat man übrigens mittlerweile im Griff. Aber lange Rede, kurzer Sinn, es sorgte natürlich dafür, dass man eine gespaltene Meinung zum A320neo aufbaute. Auf der einen Seite natürlich ein fantastisches, tolles neues Flugzeug, ein hocheffizientes Flugzeug, wobei die Effizienz des A320neo auch noch für ein paar weitere Vorteile sorgt. Beispielsweise kann das neue Modell fast 1000 Kilometer weiter fliegen als der Vorgänger, weil er mit seiner Treibstoffmenge ganz einfach besser auskommt. Auf der anderen Seite ist der A320neo gerade zu Beginn aber auch ein eher unzuverlässiges Flugzeug, beziehungsweise im Vergleich zum A320ceo ein eher unzuverlässiges Flugzeug. Denn der A320 mit den Current Engine Options legt hier den Standard natürlich schon sehr hoch. Die durch die ganzen eben genannten Probleme entstandenen Auslieferungsschwierigkeiten beim Triebwerkshersteller Pratt & Whitney und damit natürlich dann auch beim eigentlichen Flugzeughersteller Airbus sorgten dafür, dass Lufthansa im Jahr 2018 als wichtiger A320neo-Kunde eigentlich immer nur so gut die Hälfte der A320neo zur Verfügung hatte, als man das eigentlich ursprünglich mal geplant hatte. Also macht man jetzt Folgendes und greift zurück auf den zuverlässigen Vorgänger. Und das ist ja schon so ein bisschen komisch, oder nicht? Prinzipiell ist es ja das gleiche Flugzeug. Beides ein A320 und die neue Version, die ist irgendwie so gut, dass man sie definitiv haben muss für die Zukunft. Anders geht es gar nicht, aber hat wiederum jetzt gerade so viele Kinderkrankheiten, dass man sich doch jetzt eher nochmal ein paar, in Anführungszeichen, alte Exemplare an die Hacken bindet. Also gut, insgesamt hat die Lufthansa-Gruppe als Ganzes etwas mehr als 120 Flugzeuge aus der A320neo-Familie bestellt. Und dann im Mai 2018 entschied man sich erstmals dafür, jetzt nochmal kurzfristig 6 ganz normale A320 zu ordern. Und wenig später kamen dann nochmal 4 weitere Maschinen hinzu. Ganz einfach, um überhaupt annähernd das geplante Wachstum auf dieser Flotte realisieren zu können. Also während man dabei ist, am A320neo die Kinderkrankheiten oder die Schwächen auszubügeln, holt man sich bei Lufthansa jetzt erstmal noch ein paar weitere A320ceo. Und auch wenn diese A320ceo, die man jetzt im Jahr 2019 bekommt, deutlich moderner sind als die, die man vor knapp 30 Jahren ausgeliefert hat, holt man sich damit streng genommen ein Flugzeug ins Haus, das keine zeitgemäßen Effizienzwerte mehr liefern kann. Ehrlicherweise muss man ja auch dazu sagen, dass der Triebwerkshersteller Pratt & Whitney gerade so in den letzten 12 bis 24 Monaten recht beachtliche Fortschritte bei der Zuverlässigkeit und bei der Ausgereiftheit der A320neo-Triebwerke gemacht hat. Und trotzdem stellt man sich dann die Frage, warum so etwas dann doch erst im laufenden Betrieb in Anführungszeichen fertig entwickelt wird. Gerade heute, wo man doch scheinbar so viel Zeit und auch Hightech in eine ausreichende Erprobung steckt. Das ist aber eine Aussage, die in den letzten Monaten, im letzten Jahr doch so ein bisschen an Glaubwürdigkeit verloren hat. Vor allem im Blick auf das, was Boeing in diesem Jahr mit der 737 MAX fabriziert hat. Aber gut, das bedeutet jetzt, Lufthansa hat parallel zu den neuen A320neo mit den Pratt & Whitney Triebwerken auch noch weitere neue A320ceo mit CFM56 Triebwerken bekommen. Ja, gut, unterschiedlich sind an diesen Flugzeugen jetzt eigentlich fast nur noch die Triebwerke, denn auch die neuen A320ceo werden mit beispielsweise den Sharklets ausgeliefert, also mit den Winglets, mit den hochgeklappten Flügelenden und sind auch mit aktuellen Computersystemen ausgestattet, beispielsweise an den eckigen Displays vorne im Cockpit erkennbar. Mit der Delta Alpha India Whiskey Kilo, dem A320 mit dem Namen Weiden in der Oberpfalz, hat Lufthansa jetzt vor wenigen Tagen aber tatsächlich den letzten A320ceo übernommen, den sie noch neu bekommen werden. Von jetzt an gibt es nur noch A320neos für Lufthansa.
Am 18. September hatte dieser letzte A320ceo für Lufthansa seinen Erstflug von Hamburg-Finkenwerder aus und jetzt am 1. Oktober fand der Auslieferungsflug statt. Damit besteht die fast 100 Flugzeuge umfassende A320-Flotte der Lufthansa jetzt aus 20 Airbus A320neo und aus 77 A320ceo. Wobei die neueste Maschine, also die Whisky Kilo, ganze 30 Jahre jünger ist als der älteste aktuell bei Lufthansa noch verwendete A320ceo. Das ist die Delta Alpha India Papa Bravo. Die ist noch ganz normal im Linienbetrieb bei der Lufthansa unterwegs, ist heute, gerade eben beispielsweise, als ich das Video vorbereitet habe, noch von Stockholm nach München geflogen. Und dieser Altersunterschied ist schon ziemlich beeindruckend, oder nicht? Denn prinzipiell ist es ja echt genau das gleiche Flugzeug. Aber gut, auf der anderen Seite haben natürlich auch schon A320-Maschinen die Flotte der Lufthansa verlassen. Gerade erst vor wenigen Wochen wurde im Internet von einem langjährigen Vertrag, von einem großen Vertrag zwischen Lufthansa Technik und einem belgischen Flugzeugverwerter berichtet, welcher in den nächsten Jahren 15 Maschinen der Lufthansa verwerten bzw. verschrotten wird, hauptsächlich Airbus A320, aus dem Bestand der Germanwings oder aus dem Bestand der Lufthansa Passage. Da fragt man sich vielleicht ganz kurz, warum denn Airbus A320? Die müssen doch am Markt zum aktuellen Zeitpunkt wahnsinnig begehrt sein. Gefühlt ist das noch immer ein modernes Flugzeug und gerade jetzt, wo hunderte Boeing 737 Max und damit ja eigentlich potente Flugzeuge am Boden stehen müssen, da muss man sich doch am Markt um diesen A320 reißen. Aber ohne jetzt genaue Detailinfos zu kennen, die ich euch jetzt gerne natürlich erzählen würde, wenn ich sie hätte, muss man natürlich sagen, dass damit wahrscheinlich die ältesten A320 der Lufthansa-Flotte gemeint sind. Hier werden die ältesten A320 der Lufthansa-Flotte verschrottet und das sind die Maschinen mit der Papa-Irgendwas-Registrierung, so wie jetzt eben die Papa Bravo. Das sind Flugzeuge, die 1989 oder 1990 an Lufthansa ausgeliefert wurden und dementsprechend 29 bzw. 30 Jahre auf dem Buckel haben. Das ist aus Passagierflugzeugsicht schon alles eine ganze Weile her und die Kombination aus Flugstunden bei diesen Maschinen und vor allem viel wichtiger, den Anzahl der Cycles, also der Anzahl der eigentlichen Flüge, das wird mittlerweile alles am wirtschaftlich tragbaren Limit angekommen sein. So werden beispielsweise diese älteren Flugzeuge der A320-Familie bei Lufthansa aktuell auf etwas längeren Routen eingesetzt, beispielsweise eben Stockholm-München, so wie die Papa Bravo, die wir uns da eben angeguckt haben. Weil kurze Rotationen, kurze Cycles haben diese Flugzeuge schon genug gesehen. Also da hat man in recht kurzer Zeit, zum Beispiel mit Hamburg-Frankfurt-Flügen oder was auch immer, in recht kurzer Zeit viele Cycles auf ein vergleichsweise junges Flugzeug gespult. Und jetzt, dadurch, dass man eben etwas längere Routen fliegt, kriegt man noch ein paar Flugstunden obendrauf, um dann am Ende ein optimal genutztes Flugzeug abstellen zu können. Und damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Das bedeutet jetzt also, zwischen einem der ersten für Lufthansa bestimmten A320ceo, einem, der heute noch aktiv ist, und dem letzten für Lufthansa bestimmten A320ceo liegen ziemlich genau 30 Jahre. Das spricht auf der einen Seite natürlich für den A320, auf der anderen Seite beendet Lufthansa damit schon irgendwo auch ein spannendes Kapitel. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare zum Thema. Und dann macht's gut und tschüss.